Was machen Sie hier draußen? Die Monolithen überprüfen. An dem hier waren die Cat sehr interessiert. Sie haben hier wohl schon sauber gemacht. Sind Sie traurig, dass keine übrig sind? Die Nexus weiß nichts über die Cat. Sie wähnt sich sicher und wartet im Weltraum doch nur auf den Tod. Ich bin jetzt schon eine Weile im Einsatz. Ich schalte Cat-Basen aus und bekämpfe Bodentruppen. Ich weiß, was Sie können. Schön ist es nicht. Wissen Sie, wir könnten einen Kroganer wie Sie gebrauchen, Drac. Schmeichelhaft, aber wissen Sie, wie viele Menschen ich schon sterben gesehen habe? Sie sind Fleisch und behindern mich nur. Außerdem helfe ich den Nexus erst an dem Tag wieder, an dem die Wolken sich teilen und die Kette hinüber sind. Nichts für ungut. Schon okay. Gut, denn langsam langweile ich mich und die Kette werden immer stärker. Sie scheinen sich besonders für diese Alien-Tech zu interessieren. Die Relikte? Ja, genau die. Ich suche mir jetzt was, worauf ich schießen kann. Passen Sie auf Ihren Kopf auf. Je mehr, desto besser, oder? Ein paar dieser Bilder fehlen noch. Ich frage mich, ob hier noch welche zu finden sind. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Okay, suchen wir nach diesen Glyphen. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde.
Die Strahlenbelastung nimmt zu. Lebenserhaltungssysteme stehen kurz vor dem Ausfall. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Lebenserhaltung ist stabil. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Damit müssten die Glyphen vollständig sein, Pathfinder. Eingabe akzeptiert. Das hat irgendwas bewirkt. Ich sehe überall Bahnen aufleuchten. Die Monolithen resonieren. UVK-Kontakt? Tja. Was auch immer passiert. Auf jeden Fall verbinden Sie sich. Gute Arbeit. Machen Sie weiter. Diese Komponente hat eine Sicherheitsmarkierung für Anlage 2. Sieht aus, als hätten Sie hier ein Spezialprojekt gehabt. Suchen wir den Rest. Ein Feldlog, Pathfinder. Ausgegeben an patrouillierende Cat. Ich brauche keine Übersetzung, um zu wissen, wann ich einem Monster zuhöre. Erweitere Sprachendatenbank. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs.
Strahlenbelastung nimmt zu. Ich kann nicht glauben, dass die Nexus so viele ins Exil geschickt hat. Wir waren nicht dabei. Jetzt sind wir es. Jemand muss dieses Chaos in Ordnung bringen. Wir unterstützen den Pathfinder. Eins nach dem anderen. Dort gibt es Schutz, Wasser, festen Boden. Die Stelle wurde wegen der starken Kämpfresetz bei dem nahen Reliktbauwerk nicht berücksichtigt, ist aber in der Tat ideal für einen Außenposten. Kett und Relikte. Es kommt mir so vor, als würde man die einen nie ohne die anderen antreffen. Aber die Jungs von Anlage 1 haben sich auch für die Monolithen interessiert. Haben sie was rausgefunden? Nur was man auf die harte Tour lernt. Aber hey, jetzt sind sie hier. Noch mehr Reliktbots, aber die scheinen nicht feindselig zu sein. Feindselig!
muss das Interface benutzen, das dieses Ding steuert. Eingabe akzeptiert. Sieht aus, als müssten wir springen. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Sollte es gewesen sein. Lexi, wir haben eine weitere Kolonistin gefunden. Ich registriere eine starke Relikt-Verschlüsselung, Pathfinder. Um fortfahren zu können, müssen Sie sie aufheben. Hier ist so viel Technologie, sie muss uns einfach hier... Interfacing fehlgeschlagen, Pathfinder. Verteidigungssysteme werden aktiviert. Ja, und dieser nächste Versuch sind wir.